Worauf wir in unserer Schule sehr, sehr stolz sind, ist, wenn man hereingeht, und die Rückmeldung kriegen wir auch sehr oft, dass man das Gefühl hat, unsere Kinder und die Jugendlichen sind gerne bei uns in der Schule. Diese Beziehung zwischen Lehrern und Schülern ist etwas, worauf wir sehr viel Wert legen, denn die schafft uns die Basis, dass wir wirklich unsere Kinder fördern und fordern können. Von den Möglichkeiten einer trennbaren Turnhalle bis zu den Outdoor-Möglichkeiten eines Kunstrasen- und Naturrasenplatzes bis hin zu einer Leichtathletikanlage sind vorhanden. Was besonders an unserer Schule ist, dass in der Schule direkt ein hauseigenes Schwimmbad vorhanden ist. Grundsätzliche motorische Fähigkeit und Fertigkeit sollten vorhanden sein und diese Heterogenität zu einer Homogenität nachher vereint wird. Die Mädels haben in den ersten und zweiten Klassen 8 Stunden Sport pro Woche und in den dritten und vierten Klassen haben sie 6 Stunden Sport. Beim Parcours können die Mädels wirklich zeigen, was sie können. Da werden viele unterschiedliche Elemente vereint, Geschicklichkeit, aber auch ein bisschen Wagnis und Mut, turnerische Elemente sind dabei. In NAVI geht es darum, dass man Kindern die Gesetze der Natur näher bringt, dass man sie dafür interessiert, etwas herauszufinden. Ein wichtiger Themenbereich innerhalb dieser 4 Jahre ist zum Beispiel Phänomene in der Natur. Das hängt dann auch zusammen mit Mathematik oder mit Physik. Wir machen auch einen Mikroskopführerschein, wir haben da einen eigenen Raum mit Mikroskopen. Bei uns wird auch die erste Hilfe angeboten in Naturwissenschaften. 1. Klasse 8 Stunden, 4. Klasse 16 Stunden. Mir persönlich und auch allen meinen Kollegen denke ich, das Wichtigste, dass die Kinder einfach den Spaß am Lernen beibehalten oder wiederfinden. Im Kreativschwerpunkt geht es im weitesten Sinne um Ideen und Gestaltung. In der 1. Klasse ist das der Punkt, in der 2. Klasse die Linie, in der 3. Klasse die Fläche und in der 4. Klasse der Raum. Und so kann ich über die 4 Jahre sehr gut auch meine Persönlichkeit erkunden und schauen, was ist mein Ausdruck. Und es geht A darum, Mut zu haben, mal was Neues auszuprobieren. Wir unterrichten schon seit vielen Jahren an der Mittelschule Taxam Informatik. Wir haben jetzt neu das digitale Lernen noch dazu bekommen und arbeiten da bei den Schülern viel mit Computern, Tablets und eben auch mit dem Smartphone. Wir machen aber auch viele kreative Sachen wie kurze Animationsfilme, auch Stop-Motion-Filme und Bildbearbeitung. Generell kann man sagen, dass wir bei uns an der Schule 2 Computerräume haben, wo wir wirklich komplett ausgestattet sind und die Schüler wirklich allein an einem Arbeitsplatz arbeiten können. Gemeinsam mit meinem Kollegen, einer Beratungslehrerin und der Schulpsychologin schauen wir, dass es den Kindern in der Schule gut geht. Das machen wir, indem wir mit den Kindern Gespräche führen, entweder alleine, in Kleingruppen. Wir bieten aber auch Workshops für die ganze Klasse an. Dabei stehen die Kinder und Jugendliche immer im Mittelpunkt mit ihren Bedürfnissen und Wünschen. Zusätzlich zu den Themen, die uns wichtig sind, ist uns die Berufsorientierung ein ganz wichtiges Anliegen. Das heißt, unseren Jugendlichen von Anfang an zu vermitteln, wo sind ihre Stärken und was können sie mit ihren Stärken erreichen. Wir haben eine Nachmittagsbetreuung, eine GTS an der Schule, die auch sehr abwechslungsreich gestaltet ist. Küche ist für uns sehr, sehr wichtig, denn eines der Gesamtthemen ist die bewegte Schule und die gesunde Ernährung. Das Jugendzentrum in Taxam hat für uns an 4 Tagen in der Woche über die Mittagspause offen, sodass Kinder, die nicht in die GTS gehen, dort ihre Mittagspause verbringen können. Leitmotiv unserer Schule ist eine israelische Weisheit, die besagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.